Hallo liebe Freunde von Scharfen Messern, ich bin Nanka von Schmiedeglut. Und heute zeige ich euch den ersten Workshop, den ersten Online-Schmiedekurs ever, man weiß es nicht, mit dem ersten Titel, wie schmiede ich einen Klingenrohling und mache aus dem hier das da. Als erstes nehmen wir uns für die ersten Gehversuche ein Stück Carbonstahl. Das bedeutet nichts Rostfreies, sondern Stahl mit so 0,8 bis 1% Kohlenstoff und wenig Chrom. Das Ganze in einer Materialstärke um die 4 mm als Flachmaterial, was man so bei jedem Messermacher kaufen kann. Das ist die Temperatur, die wir mindestens brauchen, um mit dem Schmieden anzufangen. Wir wollen kein Weiß haben, wo Funken sprühen. Wenn ihr im Feuer Funken von eurem Stahl sprühen lasst, verbrennt der Kohlenstoff und ihr könnt es wegschmeißen und von vorne anfangen. Keine Funken, aber kurz davor ist Feuerschweißtemperatur. Noch weiter ein bisschen dunkler glühend ist Schmiedetemperatur und das ist schon längst wieder Stopp. Also man hat nicht viel Zeit zum Schmieden und muss sich beeilen, auf den Amboss zu kommen. So, wenn ich jetzt nur hochkant drauf haue, macht er einen Bogen. Das bedeutet, ich muss ihn immer wieder flach hinlegen und ihn wieder zurückklopfen. Dann die andere Seite. Und wieder flach. Und wieder hochkant. Und wieder flach. Und wieder hochkant. Und diese Temperatur ist Stopp. Rot ist Stopp. Schaut mal, jetzt seht ihr hier diese Nase. Die kommt deswegen, weil wenn man hochkant drauf schmiedet, also quasi so, dann legt sich der Stahl ja so ein bisschen um. Und wenn man dann nicht frühzeitig genug hinten wieder flach drauf klopft, dann entsteht diese Überlappung. Wenn ich das jetzt einfach flach klopfe, sieht das später aus, als hätte ich einen Riss in der Klinge. Deswegen mehr flach schmieden und ein bisschen weniger hochkant schnell zur Sache gehen. Das Verhältnis stimmt dann nicht. Wenn ihr doch den Fehler gemacht habt und das so gestaltet habt, zeige ich euch jetzt Plan B, wie ihr mit der Flex das einfach wegkriegen könnt. Man schleift nämlich jetzt die Nase ab und schmiedet dann erst die Endform des Messers fertig. Durch die Rundung hier auf dem Horn und dadurch, dass ich die runde Seite vom Hammer genommen habe, treibe ich die Klinge richtig in die Länge und sie wird schnell dünn und lang. Dabei müsst ihr vorsichtig sein, nicht zu stark zu schlagen, sonst habt ihr zu tiefe Dellen durch die Finne vom Hammer drin. Um die Spitze hinzukriegen, legt die Klinge richtig schön weit nach vorne, ein bisschen über die Amboss-Kante und schmiedet die so runter. Dann seid ihr mit dem Hammer nicht am Amboss und kommt schön an die Ecken ran. Ihr könnt auch genauso gut das Ganze so entgegengesetzt machen.
Das ist das Problem. Wenn man einen alten Amboss hat, der keine scharfe Kante mehr hat, dann kriegt man es auch nicht gut hin, eine scharfe Kante als Absatz in die Klinge zu schmieden. Deswegen ist so eine Kante eigentlich richtig schlecht, um darauf eine Messerklinge zu schmieden. Man kann sich dann versuchen, mit irgendwelchen Tricks zu helfen, aber ganz ehrlich, das Beste, was funktioniert, ist entweder einen anständigen Amboss zu kaufen oder die Klinge einfach mit der Flex an der Stelle rauszuschneiden oder mit der Feile. Und jetzt schaut mal, was passiert. Die Schneide ist gerade und der Rücken ist nach unten gekrümmt. Dadurch, dass ich jetzt die Schneide dünner schmiede, treibt die sich auseinander und wandert hoch und der Rücken wird wieder gerade. Guck da mal zu, ist ganz spannend. Jetzt ist das Stahlgefüge durchs Schmieden einerseits wieder okay geworden, weil die Hitze versaut euch euer Stahlgefüge. Also der Stahl mag eigentlich gar nicht geschmiedet werden, der nimmt es nur hin, weil er muss. Und das, was wir jetzt machen, ist, wir erhitzen die Klinge schön langsam auf so eine schöne Rotgluttemperatur. Dabei müsst ihr jetzt aufpassen, dass die dünnen Bereiche nicht überhitzen. Und wir müssen die Klinge quasi immer kurz reinstecken, wieder rausholen. Und wenn die durch und durch schön glüht, dann lasst sie abkühlen. Das ist Korn verfeinern. Besser ist noch, ihr nehmt den elektrischen Ofen, den wir da drüben stehen haben. Aber ich will euch jetzt ja den manuellen Weg zeigen. Nennt man normalisieren. Das bedeutet, man verfeinert das Stahlgefüge wieder in dem Zustand, dass es schön feinkörnig, zäh und robust später wird. Okay. Und jetzt, wenn die Klinge so schön glüht, lassen wir sie einfach an der Luft abkühlen. Und diesen ganzen Vorgang wiederholen wir 3-4 Mal, damit das Stahlgefüge jedes Mal ein bisschen feiner wird. Wenn die Klinge aufhört zu glühen und noch so, ich sag mal, nur noch ganz dunkel schimmert, dann ist das alles schon gelaufen, dann könnt ihr sie direkt wieder reinstecken und wieder hochhitzen. Das Ganze könnt ihr auch noch beschleunigen mit dem scharfen Normalisieren. Das ist noch stärker Korn verfeinern. Da müsst ihr aber aufpassen und dürft das nicht machen, wenn die Klinge ein schlechtes Stahlgefüge hat, sonst kann es Risse geben. So, wie ihr seht, die glüht noch so ein ganz kleines bisschen. Und das ist genau das, was wir haben wollen. Wir wollen sie nicht komplett abkühlen. Das war der erste Teil von unserem Schmiedekurs online und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr probiert jetzt selbst mal aus, ob ihr ein Klingenrolling hinkriegt. Schreibt mir doch mal eure Kommentare, wie viele ihr verbrannt habt und was ihr sonst so für Schwierigkeiten habt. Und wenn ihr Fragen habt, bauen wir das in die nächsten Videos bestimmt mit ein. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das Video mit einem Gefällt mir, mit einem Daumen nach oben hier drunter bewertet. Das hilft uns dabei, dass wir noch größer und bekannter werden können mit dem Kanal und weitere geile Videos für euch machen können. Also, da Kanal abonnieren. Da andere Videos aus der Werkstatt und da unten in die Kommentare reinschreiben, was so bei euch abgeht. Macht's gut, bis bald!